Werner, wie mache ich mein Hochbeet fit für die Saison? Ja, das Erste, was wir im Frühjahr machen sollten, ist, die bestehenden Pflanzen, die noch da sind, die wir vielleicht nicht mehr haben möchten, dass wir die rausmachen. Das Zweite wäre dann, das Ganze aufzulockern. Und eben bei dem Auflockern würden wir auch dann die alten Wurzeln, die da noch vorhanden sind, rausmachen. Und vielleicht finden wir auch den einen oder anderen Schädling, irgendwelche Larven, die im Boden sind. Die kann man bei der Gelegenheit natürlich auch wunderbar mit aussortieren. Also starte ich damit, die alten Pflanzen aus dem Beet zu holen? Ganz genau. Okay. Oh, hier haben wir einen Engerling. Nehmen wir aber aus dem Beet raus, weil der frisst nämlich dann an den Wurzeln. Später setzen wir den dann so wieder aus, irgendwo in der Natur. Da darf er sein, aber jetzt hier im Hochbeet nicht. Okay, Werner, wie geht's jetzt weiter? Ja, bei dem bestehenden Hochbeet, da wäre es wichtig, die Bodenorganismen, die da sind, dass man die wieder aktiviert. Das Ganze ist ja ausgelaugt, eben durchs Vorjahr. Und da ist so ein Hochbeetaktivator genau das Richtige dafür, dass der entsprechend ausgebracht wird. Und die Bodenorganismen, die dann munter werden, sorgen dann später dafür, dass der Dünger, den man verabreicht hat, dass der besonders gut und schnell pflanzenverfügbar wird. Damit das gut funktioniert, da wäre es wichtig, das Hochbeet zunächst zu wässern, damit einfach dieses anwendungswertige Produkt direkt in den Boden einziehen kann und dann auch überall da ankommt, wo es ankommen soll. So, das nächste ist jetzt der Hochbeetaktivator. Der ist ja schon anwendungsfertig, den müssen wir jetzt nicht weiter noch verdünnen, sondern den kannst du dann direkt ausbringen auf dem Hochbeet. Okay. Etwa die halbe Flaschenmenge, das reicht aus. Das nächste, was ansteht, ist, dass wir das Hochbeet wieder ein bisschen mit Erde auffüllen. Im Laufe der Zeit sackt zur Erde immer ein bisschen nach. Dazu haben wir hier die Hochbeet- und Gewächshauserde und die verwenden wir jetzt dafür. Gut. Okay, Werner, jetzt haben wir das Hochbeet aufgefüllt und jetzt können wir einpflanzen, oder? Idealerweise sollten wir noch etwa 2 Wochen warten. Wieso? Der Hochbeetaktivator braucht so ein bisschen Anlauf, bis er so vollständig zur Wirkung gekommen ist. Und das braucht einfach ein paar Tage. Gut, dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder. So machen wir das. Wenn euch unser Video gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal.